wachtwoord Mohammed. Razend knappe Duitse computerliefhebbers slaagden er met dit wachtwoord in het zenuwcentrum van de Amerikaanse ruimtevaart binnen te dringen, de NASA dus. Ze hebben er een club voor, die Duitse computerkrakers, de Chaos Computer Club. Ze breken in om aan te tonen welke ongelooflijke risico's regeringen en bedrijven nemen. En ze schreven het ook op in een boek, het Chaos Computerboek, dat vandaag in Amsterdam werd gepresenteerd. Jan van Loenen was een paar dagen tussen de WizKids. Der Chaos Computer Club ist ein eingetragener Verein, der sich zur Aufgabe gemacht hat, ja, mit Risiken und Chancen neuen Technologien auseinanderzusetzen. Ich finde die Chaos Computer Club, die tut betrekkelijk weinig kwaad. Heel interessant wat die mensen doen, omdat ze toch de mentaliteit brengen, beveiligen moet. Vanuit Hamburg opereert al sinds 1981 de Chaos Computer Club. Begonnen als hobby, maar inmiddels uitgegroeid tot een officiële vereniging met honderden leden en sympathisanten. Geliefd bij computerfanaten, gevreesd door Interpol en grote bedrijven. Computerkrakers, hackers. Hacken is een Kulturerscheinung, die met de techniek samengekomen is. Das ja, Reisen auf den Datennetzen, das Erleben einer neuen Welt. Ich würde es mal so betrachten wie das Wandern durch ein Kaufhaus im Winter. Das ist halt warm, es ist hell, man geht rein, man kann sich angucken, was da ist. Man kann sich einen Schal umwickeln und dann weiß man, wie der Schal sich anfühlt und verlässt aber das Kaufhaus ohne den Schal. Aber mit dem Gefühl, wie ein Schal sich anfühlt. Niet een warenhuis, maar een bank was het eerste slachtoffer van de Chaos Computer Club. Het lukte de krakers het juiste codewoord te vinden. In één nacht werd de bank 134.000 mark lichter gemaakt. Men stelde de bank op de hoogte en gaf het geld elektronisch weer terug. In het Chaos Computerboek, een bestseller in Duitsland, wordt in detail verslag gedaan van een zeer spectaculaire kraak bij de NASA. Er had een groep van hackers gegeven. Die sich in ein weltweites Forschungsnetz, das von IBM betrieben wird und von der amerikanischen Weltraumbehörde NASA verwaltet wird. Die haben halt einen Trick gefunden, herausgefunden, wie sie in, dieses Rechnernetz hinein können und haben sich bei über 100 Systemen in diesem Rechnernetz die Systemverwalterprivilegien verschaffen können. Was bedeutet, dass sie also mit dem Computer wirklich alles machen konnten. Men drong diep door in de NASA-computer. Alles werd geprint. Gegevens over de Space Shuttle, SDI, rakettenongelukken. Men kon ongehinderd maanden rondsnuffelen. Uiteindelijk trokken de anonieme krakers zelf aan de bel bij de Chaos Computer Club. Ja, die hacker hebben zich aan de Chaos Computer Club zu einem Zeitpunkt gewandt, wo sie selber so ein bisschen kalte Füße gekriegt haben, als sie nämlich erkannt haben, ja, wir sind bei der NASA gelandet und das, was wir gemacht haben, kann eigentlich jeder machen, der einen Computer und einen Akustikkoppler oder Modem hat. Wir haben das dann analysiert und sind auch erschrocken über die Tragweite dessen, was überhaupt möglich ist. Und weil es uns auch selber zu heiß war, haben wir uns dann an das Innenministerium gewandt und den Hersteller informiert. Warum war es zu heiß? Es ist ganz einfach so, dass es sich um Rechner handelte, die in der Hochenergiephysik, in der Astrophysik, Luft- und Raumfahrt eingesetzt werden. Das heißt Bereiche, die dem Know-how-Transfer unterliegen, die auch in Bereiche Ostspionage, Know-how-Transfer, Wirtschaftskriminalität fallen können. Und das sind nicht die Sachen, die eigentlich die Hacker berühren. Und um von Anfang an dort eine ganz klare Differenzierung zu haben, haben wir uns halt auch an das Innenministerium gewandt und vorab informiert, auch aus dem Grund, damit die Systeme zu dem Zeitpunkt, wo es in die Medien kommt, wieder gesichert sind. De NASA reagierde erst geschrocken. Later verklaarde men, dass er geen geheimen waren ontfutseld uit het bedrijf. De computers waren weliswaar gekraakt, maar er kon niets bijzonders gevonden zijn, al dus de NASA. Es ging aber hauptsächlich für mich und auch für uns darum, dass es eben weltweit ein Computersystem im Einsatz gab, welches von vornherein ein Loch hatte. Und es stellt sich die Frage, inwieweit wir uns auf diese Technologie verlassen, die
von vornherein unter Umständen solche Hintertürchen eingebaut hat. In diezelfde periode werd een computer van Philips Frankrijk gekraakt. Philips vermoedde de aanval uit Hamburg en schakelde de Duitse justitie in. Die moest nu maar eens ingrijpen. Und es gab Hinweise darauf, dass diese Angriffe von Hamburg aus erfolgten. Daraufhin sind in Hamburg bestimmte Personen in Verdacht geraten, diese Hackings begangen zu haben. Das Bundeskriminalamt hat die Ermittlungen unter Leitung der Hamburger Staatsanwaltschaft aufgenommen. Und zwar sind Wohnungen von Personen durchsucht worden, die in Verdacht geraten waren, diese Hackings begangen zu haben. Er werden Computers, Diskettes und ander Material in Beschlag genommen. Maar nu, ruim één jaar na de inval, is justitie er nog niet in geslaagd om ook maar iemand in staat van beschuldiging te stellen. Het is toch schon seit Jahren bekannt, dass es Löcher in Computersystemen gibt und dass man damit anders umgehen muss an den Stellen. Aber es verändert sich nichts und nun werden die verfolgt, die es aufdecken, die also zeigen, so kann es nicht weitergehen. Damit bekommt man das Thema zumindest aus der Öffentlichkeit ein wenig weg. Aber das Problem wird nicht gelöst. Werner Rieck kreeg van Philips een brief. Er wordt uitgenodigd voor een gesprek met de leiding van het bedrijf in Parijs. Maar in plaats van een ontvangst wordt hij bij aankomst onmiddellijk gearresteerd. Wat hebben die französische behörden zu Ihnen gesagt, wenn Sie verhaftet sind? Heil Hitler. Wirklich? Ja. Und nachher? Sie haben mich zu allen möglichen Unregelmäßigkeiten überhaupt auf Computersystemen innerhalb der letzten vier Jahre befragt. Über den Club, Kontakte zu Grünen und überhaupt über unsere Arbeit, über einzelne Personen und ähnliche Sachen. Doch hat diese Verhaftung mehr als zwei Monate gedauert. Was kann man dagegen machen? Gar nichts, denke ich. Nur im Knast bleiben und warten? Die französischen Möglichkeiten sehen da nicht sehr viel mehr vor. In Nederland zijn de leden van de Chaos Computer Club wel welkom. Op uitnodiging van Paradiso gaven de computerfanaten uit Hamburg vanmiddag een presentatie. Ook werd de Nederlandse vertaling van het Chaos Computerboek ten doop gehouden en overhandigd aan de professoren Hersberg en Franken. Wat gaan Wernerie en de anderen in de toekomst doen? Für die Zukunft ist für uns wichtig, das Wissen über die Arbeit mit Informationsnetzen, das Wissen weiterzugeben. Das heißt, Computer auch in die Hand des Volkes, um Menschen, die gleiche Interessen haben, zusammenzuführen und ihnen eine Gegenmacht ermöglicht. Das heißt auch für sie, den Computer als Werkzeug zu erschließen. Het Chaos Computerboek is vanaf morgen ook in het Nederlands verkrijgbaar. We gaan het hebben over de mensenrechten in Tsjechoslowakije. Arrestaties, politiegeweld tegen demonstranten, censuur. In Tsjechoslowakije schijnt de perestroika, de versoepeling van het communisme...